Ende jubelt der Gegner über einen hart erkämpften Punkt beim torlosen Remis zwischen Gastgeber Blau-Weiß Berlin und den Hockeydamen von der Frankfurter Eintracht. Ja, das sind so die Hockeyspiele, wo du dann als Trainer draußen stehst und machtlos bist. Weil natürlich vom Spielaufbau und vom Spiel war es natürlich klare Sache. Wir waren eindeutig im Vorteil. Wir müssen nur unsere Kisten machen. Die Ecken waren nicht sauber ausgespielt, deswegen kamen die Tore nicht. Und von Toren, die nicht kamen, bekommen die Zuschauer am Roseneck jede Menge zu sehen. Hier eine kleine Auswahl, ohne Kommentar. Deutliche Feldüberlegenheit des Aufstiegsaspiranten, aber mehr eben auch nicht. Außer vielleicht ein Warnschuss zur rechten Zeit, dass der Aufstieg in Liga 1 höchste Konzentration gegen jeden Gegner erfordert. Konzentriert wollen auch die Blau-Weiß-Herren ihre Niederlage vom Vortag vergessen machen. Vielleicht kann da ja der Kampfgeist der Damen aus Frankfurt als Vorbild dienen. Ich habe zwei kämpfende Teams gesehen und das ist das Mindeste, was ich heute erwarte. Wir müssen sehr hart arbeiten und viel Aufwand betreiben, um zu zählbaren Ergebnissen zu kommen. Und das gelingt auch zunächst gegen die Gäste aus Nürnberg. Kurz vor Ende der ersten Hälfte hat Blau-Weiß in Überzahl sogar beste Chancen zur Führung, lässt diese jedoch sträflich ungenutzt. Eine Strafecke zu Beginn der zweiten Halbzeit bringt schließlich doch die Führung für Nürnberg, die Leif Bechold kurz darauf sogar noch auf 0:2 ausbaut. Doch der vom Trainer geforderte Kampfgeist stimmt. Blau-Weiß steckt nicht auf und belohnt sich in der 43. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 durch Kapitän Paul Dösch. Als Nürnberg dann aber noch einmal den Druck erhöht, fällt 10 Minuten vor Spielende der Entscheidungstreffer zum 1:3. Ehe Maximilian Jordan in Baseball-Manier den Schlussstrich unter diese Partie zieht. 1:4, das vielleicht etwas zu hohe Endergebnis zwischen Blau-Weiß Berlin und dem Nürnberger HTC. Ich denke, wir hatten viele Chancen, haben unsere Möglichkeiten im Schusskreis nicht genutzt, haben hinten wieder doofe Fehler wie gestern gemacht. Deswegen ist es am Ende dann doch so hoch für die Verhältnisse wieder ausgegangen. Bleibt noch das Stadtderby gegen den BHC am kommenden Sonntag auf eigenem Platz, um sich mit einem Achtungserfolg aus der Liga zu verabschieden. Bis zum nächsten Aufstieg.